Willkommen zu einem neuen Manga-Regal, diesmal mit Requiem of the Rose King von Aya Kanno. Über Richard, den dritten Sohn des Hauses York, schwebt ein böses Omen. Er glaubt, dass ihn ein Fluch verfolgt und seinen Lieben Unheil bringen wird. Aber ist es wirklich ein Zauber, der sein Schicksal vergiftet? Oder sind es die Intrigen, die die Kämpfe um die Königskrone in England beherrschen, die ihn verdammen? Mit dieser heiß erwarteten Veröffentlichung bietet Carlsen Manga uns etwas ganz Besonderes, denn Aya Kanno ließ sich hier von Stücken Shakespeares inspirieren. In der Sprache schlägt sich das zum Glück nicht nieder, denn so wären wohl bereits viele Leser abgeschreckt worden. In dieser Geschichte werden die Rosenkriege als Vorlage benutzt und um einige düstere Fantasy-Elemente erweitert, etwa mit dem Geist von Jeanne d'Arc, den Richard regelmäßig sieht, oder die Tatsache, dass Richard ein Hermaphrodit ist, also quasi ein Zwitter, wodurch er von seiner Mutter verstoßen wird. Das sind nur ein paar der Aspekte, die diese Geschichte so spannend machen. Und mehr will ich euch nicht vorwegnehmen, schließlich will ich euch ja dazu bringen, den Band selbst zu lesen. Auch wenn hier die Geschichte eines Kriegs behandelt wird, ist man als Actionfan eher fehl am Platz. Zwar geht es an mancher Stelle außerordentlich blutig zu, allerdings liegt der Fokus eher auf dem Drama innerhalb der Familien und die Intrigen, die es mit sich zieht. Deshalb ist die höchste Aufmerksamkeit geboten, denn die Geschichte kann manchmal sehr verwirrend vonstatten gehen, zumal der Hauptcast aus über einem Dutzend Charakteren besteht. Diese sind zwar allesamt eigen in Persönlichkeit, Ambition und Motivation, in Aussehen allerdings eher weniger, womit wir zum Zeichenstil kämen. Aya Kanno kennt ihr eventuell vom Manga Otoman, welcher ebenfalls beim Carlsen Verlag erhältlich ist. Ihr Zeichenstil ist unglaublich schön, detailliert und passt zur Atmosphäre der Geschichte. Allerdings sehen die Charaktere sich wirklich sehr ähnlich. Alle haben ein androgynes Design, was mir sehr gefällt, vom Gesicht her lassen sich aber nur selten Unterschiede finden, weshalb ich mir oft erst nach ein paar Seiten sicher war, ob ich nun den Lancasters oder den Yorks folgte. Kämen wir nun zum technischen Aspekt. Bei Carlsen erscheint der Manga seit Februar 2018 und das im 3-Monats-Rhythmus. Zum Zeitpunkt dieses Videos ist ein Band erschienen. Der Manga kostet 9,99 €, dafür aber wird er im Großformat veröffentlicht und als Extra enthielt der erste Band ein Miniprint. Erwähnenswert ist außerdem, dass der Manga im Deutschen alternative Coverarts hat. Zumindest ist das beim ersten Band so. Die vorbestellbaren Bände benutzen noch die originalen Cover. In Japan erscheint der Manga unter dem Titel Barao no Soretsu und zählt aktuell 9 Bände. Mit Requiem of the Rose King haben wir einen innovativen Dark-Fantasy-Manga, der eine ganz andere Interpretation von Shakespeares Werken zeigt. Die Zeichnungen sind dabei meiner Meinung nach das größte Verkaufsargument und kommen durch die Veröffentlichung im Großformat besonders gut raus. Problem dabei sind allerdings die Character-Designs, die eine ohnehin eher komplizierte Story noch ein klein wenig verwirrender machen. Das Miniprint als Extra ist zwar ganz nett, aber auch nicht mehr, deshalb sollte man das nicht als Verkaufsargument sehen. Die Story ist zudem äußerst packend und da ich die ersten 3 Bände der Reihe schon auf Polnisch besitze, kann ich euch versichern, dass das nicht nachlässt. Das alternative Coverart ist zwar super, allerdings solltet ihr euch trotzdem noch einmal die originalen Cover anschauen, um das selbst entscheiden zu können. Bleibt nur noch die Frage, solltet ihr euch den Manga holen? Meine Antwort lautet, auf jeden Fall. Der Manga ist wirklich etwas Einzigartiges und definitiv anspruchsvoller als die gewöhnliche Lektüre. Die Veröffentlichung im Hochformat ist besonders bei diesem Werk sehr aufmerksam und lässt die Zeichnungen super herauskommen. Da kann man, wie ich finde, auch gerne mal 10 € ausgeben.